In diesem Video, das sich der Zuschauer Heha aus Franken gewünscht hat, möchte ich euch vom Tatzelwurm erzählen. Dieser ist nicht nur eine Sagengestalt, sondern hat in der Vergangenheit auch die Aufmerksamkeit von Kryptozoologen auf sich gezogen. Der Tatzelwurm ist auch unter dem Namen Springwurm, Bergstutzen oder Stollenwurm bekannt und soll vor allem im Alpenland verbreitet sein. Er wird meist als eine Art Schlange beschrieben, die etwa einen halben bis zwei Meter lang ist, und wie sein Name bereits vermuten lässt, besitzt er zwei Pranken oder Tatzen. Der Kopf wird allerdings meist nicht reptilienhaft, sondern katzenartig beschrieben. Der Legende nach leben diese Tiere unterirdisch, in Stollen oder Höhlen und gelten allgemein als scheu. Obwohl es viele Berichte gibt, in denen Tatzelwürmer Tiere oder gar Menschen angefallen haben sollen. Doch dazu später mehr. Erst einmal zur Einstimmung eine kleine Sage über den feurigen Tatzelwurm in der Gumpai-Schlucht. Schon seit Jahrhunderten wanderten fromme Pilger, beladen mit ihren Sorgen und Anliegen, vom Audorfer Tal am Inn hinüber übers Gebirg ins Leitzachtal nach Birkenstein, um dort in der Wallfahrtskapelle von der Gottesmutter Maria Hilfe zu erflehen oder nach Erhörung ihrer Bitten Dank abzustatten. Oft waren es einzelne Pilger, manchmal auch ein kleinerer oder größerer Wallfahrerzug, die betend den fast fünfstündigen Weg durchs Auerbachtal und übers Sudelfeld unter die Bergstiefel nahmen. Das am Wallfahrtsweg liegende Bauernanwesen Aschau am Auerbach, das schon vor mehr als 750 Jahren den Namen zum Tatzelwurm trug, hatte diese Bezeichnung nicht von ungefähr. Denn in der nahen Aschauer oder Gumpai-Klamm hauste dazumal ein fürchterliches Drachenuntier, wo der Auerbach sich seit Jahrtausenden in den Fels gefressen hat. Über zwei Felsstufen stürzt er in eine nur wenige Meter breite Klamm, gurgelnd, rauschend, schäumend und sprühend 70 Meter in die Tiefe. Die vom aufstäubenden Wasser durchsetzte Luft schimmert oft in den Farben des Regenbogens. Unten aber ist es finster und feucht, und das Getöse des Wassers macht, dass man sein eigenes Wort nicht versteht. Das war für einen Drachen der richtige Platz. Obgleich keiner, dessen er mit seinen schrecklichen Krallen habhaft werden konnte, je von dort heimgekehrt war, wusste man weit und breit von seinem Aussehen und seinem Appetit auf Menschenfleisch. Der Tatzelwurm hatte ein riesiges Maul, größer als das eines Krokodils, und es war mit messerscharfen, spitzen Zähnen gespickt. Aus seinen Nüstern stieß er Rauch und Feuer, und sein Schuppenpanzer glänzte in allen Farben. Den nach allen Seiten sich windenden Körper trugen sechsstämmige, kurze Beine, und schließlich hatte er auch noch große Fledermausflügel. Mit Vorliebe stürzte er sich auf allein dahinwandernde Pilger, zerfleischte und verschlang sie mit Haut und Haaren, so dass von den Ärmsten nie mehr etwas gefunden wurde. Auch hatte das Ungetüm mehrere Sennerinnen von den Almen der Umgebung verspeist. Warum der Tatzelwurm seit langem kein Unheil mehr angerichtet hat und nie mehr gesehen wurde? Vielleicht hat der moderne Verkehr, der die Wallfahrer per Omnibus oder Privatauto nach Birkenstein bringt, ihm die Nahrungsgrundlage entzogen, und die Sennerinnen sind ihm zu alt geworden, weil kaum noch ein junges Dirndl auf die Alm zieht. Ob diese Sage, die den Dichter Josef Viktor von Scheffel
zu einem Gedicht über den Tatzelwurm inspirierte, auch der Ursprung dieses Tieres war, ist nicht bekannt. Eine der ältesten Begegnungen mit diesem Fabeltier stammt meinen Nachforschungen zufolge aus dem österreichischen Unken im Salzburger Salachtal. Hier starb der Jäger Hans Fuchs 1779 vor Schreck, als ihn Springwürmer, auch Tatzelwürmer genannt, auf dem Heimweg vom Bärensuchen verfolgt haben. An dieses Ereignis erinnert heute noch ein Denkmal, dessen Original im Haus der Natur in Salzburg steht, zusammen mit einer Skulptur des Tatzelwurms. Erzherzog Johann soll daraufhin ein Kopfgeld, tot oder lebendig, auf die Tatzelwürmer ausgesetzt haben. Im 19. Jahrhundert häufen sich Berichte von Menschen, die einem Tatzelwurm begegnet sein sollen. So schreibt der Schweizer Naturforscher Samuel Studer 1814 in seiner Aufsatzsammlung Reise in den Alpen über einen Tatzelwurm, der im Berner Oberland als Stollenwurm bekannt sei. Hierbei bezog sich der Begriff Stollen allerdings nicht auf die unterirdische Lebensweise des Wurms, sondern als Hinweis auf die Füße am Körper des Reptils. Dieser wird als wurstförmig und armdick beschrieben, von gräulicher Farbe, schuppig und unbehaart, wobei ihn ein starker, tierischer Geruch umgeben soll. Bei Gefahr gibt er einen lauten Pfiff ab, der eine bis zu 10 Stunden andauernde Lähmung beim Menschen zur Folge hat. Doch nicht nur der Pfiff, auch der Biss eines Tatzelwurms soll für den Menschen tödlich sein. Doch auch im 20. Jahrhundert war der Tatzelwurm noch nicht der Vergessenheit anheimgefallen. Im Gegenteil, die Zeitschrift Kosmos, Zentralblatt für das naturwissenschaftliche Bildungs- und Sammelwesen, stellte 1931 die Frage: Gibt es einen Tatzelwurm? Der Agraringenieur Flucher erzählte in dieser Zeitschrift von Augenzeugen, die dem Tatzelwurm begegneten, welcher fauchend pfeifende Laute wie eine bös gemachte Katze ausstieß, ehe er über das Geröll verschwand. Im Frühling 1935 machte ein Berliner Fotograf mit dem Namen Balkin in der Gegend von Meiringen in der Schweiz durch Zufall ein Foto von einem Tatzelwurm. Er lässt den Film entwickeln und schickt Kopien davon an die Berliner Illustrierte Zeitung. Diese titelt »Rätselhafte Begegnung im Schweizer Hochgebirge«. Der Tatzelwurm, das geheimnisvolle Fabeltier der Alpenwelt, zum ersten Male fotografiert, Razzia auf den Tatzelwurm. Balkin fotografierte das Tier unabsichtlich, er wollte eigentlich Landschaftsaufnahmen machen. Als er ein Objekt fotografierte, von dem er annahm, es wäre ein schöner Baumstamm, bewegte sich dieser und erwies sich als Echse, mit offenbar üblen Absichten. Auf der Fotografie sieht man klar und deutlich den Kopf einer Art von dickem Fisch mit ziemlich mürrischem Aussehen. Das Tier sei etwa 80 cm lang und an der breitesten Stelle etwa 25 cm breit. Der Form nach erinnere es an eine sehr dicke Schlange mit Vorderfüßen. Die Farbe des Tiers sei braun mit hellen und dunklen Flecken, der Körper beschuppt. Furchterregend sind das Pfeifen und der Blick. Am Munde hat das Tier eine Reihe von Barten, es können auch Zähne sein. Der Schwanz ist kurz und spitz zulaufend, berichtet der Fotograf. Die Zeitung druckte die Fotografie nicht nur ab, sondern setzte eine Belohnung von 1000 Reichsmark für denjenigen aus, der einen Tatzelwurm fängt. Dies löste eine regelrechte Tatzelwurmhysterie aus und es starteten mehrere Expeditionen in Richtung der alpinen Regionen.
allerdings ohne Erfolg. Erst zur Mitte des 20. Jahrhunderts mehren sich wieder Sichtungen des Tatzelwurms. 1948 und 68 erblickte man ihn in den französischen Alpen. 1950 sichteten verschiedene Leute im Jura einen Tatzelwurm. 1953 wurde der Augenzeugenbericht eines 12-jährigen Kindes publiziert, das in St. Georgen bei Bozen in Südtirol einen dicken Wurm mit einer Eidechse im Maul beobachtet hatte. Im Sommer 1963 sorgte ein etwa 4 Meter langer Tatzelwurm in der Gegend von Udine in Oberitalien für Aufsehen. Sein Kopf soll so groß wie der eines Kindes gewesen sein. Bevor er erschien, habe er einen hohen Pfiff von sich gegeben. Die letzte Sichtung eines Tatzelwurms folgte dann 1984 bei Aosta. Doch wie erklärt sich die Wissenschaft all die Sichtungen von Tatzelwürmern? Eine naheliegende Erklärung wäre die Verwechslung mit der Gila-Krustenechse Heloderma suspectum aus Nordamerika, die ebenfalls bis etwa 50 cm lang werden kann. Einige Naturwissenschaftler vermuteten aufgrund weiterer Ähnlichkeiten eine Verwandtschaft zwischen den Tieren und klassifizierten den Tatzelwurm gar als Heloderma europaeum. Es könne sich um Verwechslungen mit einer anderen Reptilienart, etwa auch einer invasiven Spezies oder gar mit Fischottern handeln, wenn diese beim Revierwechsel weit ab von Gewässern in einem Gebiet gesichtet werden, wo sie den Einheimischen sonst unbekannt sind. Und so ist und bleibt der Tatzelwurm auch heute noch ein Rätsel, das so manchen Kryptozoologen beschäftigt. Bis dieses Rätsel gelöst ist, fristet er sein Dasein weiterhin als Skulptur an Bauwerken und selbstverständlich im Haus der Natur in Salzburg. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.